Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Fallout 76 mit dem Dominik W1. Hallo. Das letzte Mal haben wir die abgestürzte Raumstation untersucht und waren auch in Clarksburg, hieß es so. Ja. Ich glaube schon. Und wir haben jetzt immer noch eine Mission für den Bürgermeister von Grafton zu erledigen. Das ist den Markenautomat von Prickett's Fort zu reparieren. Wir sind hier mittlerweile an Die Prickett's Fort konföderierten Truppen versammeln und da sich oben auf ist auch schon dem der Automat. Parkplatz. Und dann hoffen wir, dass wir genügend Schrott dabei haben. Hallo? Kannst du den Scheint so, benutzen? als. Nein. Wir haben gerade unser Inventar aussortiert. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt einfach keine Materialien mehr haben, um das zu reparieren. Hier ist eine Impro-Automatenpistole. Hier ist eine Marke. Hier sind noch Marken. Vielleicht braucht man die Marken, um das da reinzuschmeißen. Findet voll wenig Nuka-Cola. Hallo, hallo, hallo. Also ich kann immer noch nichts drücken. Ich auch nicht. Steht hier noch irgendwas in der Missionsbeschreibung? Wo sind wir denn hin? Graftons Computerbürgermeister hat mich gebeten, diverse Touristenaktionen in Vorbereitung auf die Touristensaison zu reparieren. Müssen wir nochmal Schrott holen, dass wir da ein bisschen was haben zum Reparieren, oder? Ich bin der Kurator von Prickett's Fall. Sie kommen gerade rechtzeitig. So eine Versammeln sich Werkbank auf oder dem so gibt's hier aber auch Schlachtfeld nirgends, Prickett's oder? Fort nachstellen. Heute wird die Verteidigung des Forts Nee. der Nordstaaten Hier ist ein gegen die Knopf. konföderierten Angreifer stattfinden. Sie werden erfreut feststellen, dass Ach, sich hast du jetzt den Imperialismus TikTok zu wieder gestartet? allen Die echten Waffen gegeben habe. Allmächtigster Tage Eventmission? finden Sie. Nee. Oder warum labert der? Wenn sich Weißt du, ich bin halt alle in dem auf dem Vorbeiglaufe. Sammelplatz befinden, gebe ich das Okay. Signal, den Angriff zu starten. Sie werden erfreut feststellen, dass ich dem Realismus zuliebe alle echte Waffen gegeben habe. Ein nettes Detail finden Sie nicht. Ja, super nett. Okay, wo müssen wir dann da hin? Ich glaube, müssen Sie ihm jetzt Bescheid sagen. Das Nordstaatenlager befindet sich im Fort. Das Konföderiertenlager ist auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz. Okay, ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz. Die konföderierten Truppen versammeln sich auf dem Parkplatz. Achso, wir müssen überlegen, welcher Fraktion wir uns anschließen wollen oder wie. Achso, es könnte sein. Da läuft ja jetzt noch ein Timer ab. Eine interessante Was? Information über Prickett's Fort. Das Ja, dann Original lass mal hier auf dem Parkplatz. Also. Die konföderierten Truppen versammeln sich auf dem Parkplatz. Und jetzt? Ja, da läuft jetzt rechts noch ein Timer bei den Questzielen. Ich denke, wenn der auf 0 ist, geht's los. Quest begonnen. Sie möchten ein konföderierter Soldat sein? Dann gehen Sie dorthin und nehmen Sie das Fort ein.
Sie möchten ein konföderierten Soldat sein? Jawohl. Dann gehen Sie dorthin und nehmen Sie das Fort ein. Okay, los geht's, auf zum Fort. Da oben, oder? Bei dem Pfeil nach. Los, ich lauf mal rechts rum. Drauf, was habt ihr? Frickets Ortwaffen einer hohen Bauernbewaffnung, von denen aus die Umgebung beobachtet werden konnte. Kolonisten hielten rund um die Uhr Wache und alarmierten die Siedlung, wenn sich die Briten näherten. Im Vorsehen sie, wie die Kolonisten gelebt haben. Wenn wir gar keine Chance gegen uns. Fleischrott ist gut. Der erfrischende Geschmack von Coca-Cola tut richtig gut. Also dann, weiter mit der Tour. Oh, das ist ja nicht mal nebenher. Was ist Granate? Die haben wir alle, oder? Ich weiß nicht, hier war noch so ein iBot. Was steht denn da rechts? Punktestand 0 zu 11. Ist das alles, oder was? War ja jetzt so schwer. Was war da gelegen? Kaninchenleder. Ah. Sorry, wolltest du das gerade holen? Ne, ich wollte bloß gucken, was es ist. Da sind noch welche. Hinter dir. Die Waffen der Nordstaaten. Ja, die nehmen jetzt uns ein wieder. Die Konföderierten sind die Angeschmierten. Keine Chance haben die gegen uns. Da hauen wir einfach drauf. Wie lange geht's noch? Kochstation. Die Kolonisten ließen üblicherweise ein Lagerfeuer brennen, um Eintopf oder Kaffee für die Nachbarn zu kochen. Es drohen Verletzungen bis hin zum Tod, wenn sie in diesem Gebiet bleiben. Ui, dieser Hinweis ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja. Nimm mal ein Stimpack, Dominik. Mhm. Danke. Nuka-Cola! Nicht löscht den Kursmesser! Jetzt haben wir es geschafft. Wupp, wupp. Gewonnen! Woo!
40 Tacken verdient. Oh, hier kann ich was knacken. Ja, die Haarklammer knackt. Und drehen und drehen und drehen und offen. Ja. Eine Kakerlake. Ekelhaft. Da haben wir das voreingenommen. Sieht ganz so aus. Hier ist noch ein bisschen Häuschen. Hier gibt es noch einen kleinen Grill. Eine Kiste. Ja, ja, ja. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Hier kommt man hoch. Hier machen wir die Türe auf. Hier ist noch eine Kakerlake. Eine kranke Kakerlake. Gibt's das auch, oder was? Ich level bald wieder. Ich level bald wieder. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp. 15. dann schon, oder? Jo. Oh, klar, Mann. So. Die Türme wurden genutzt, um die Gegend um das Fort zu überwachen. Vorsicht auf den Stegen. Das Leder. Sag mal hier, ein Plumpsklo. Hey, Türe zu. Hier ist noch eine Munitionskiste. Ah. Sorry, musste mich gerade erleichtern. So, hier ist noch so eine Roboter. Willkommen in Brackets Fort. Der Nachbildung. Nicht so viel Holz, gell? Ja, ich hab's auch voll viel aufgesammelt dort. Was haben wir hier? Oh, hier ist nochmal Sprengstoffkisten. Hä, schon wieder kaputt. Schrauben. Alles mitnehmen. Das ist hier in der gelben Box, Psycho. Hey! Waldbewohner. Wir sind nur über gar keine andere Vault gestolpert, oder? Meine ich das bloß? Doch, wir waren doch mal in dem Simulations-Vault. Ja, okay. Ach so, ja, aber so richtige Vault, wo mit Raidern belegt ist oder sowas? Nee. Ja, ich glaube, so richtige Raider gibt's ja auch keine, oder? Ja, ich finde es ja. Eigentlich können wir alle schon auch mit reinbringen. Also auch, ich finde auch NPCs, mit denen du dich unterhalten kannst, könnte man eigentlich auch gut mit reinbringen. Ja, ich finde es auch schade, dass keine da sind. Verstehe halt ganz, warum. Also das würde ja trotzdem funktionieren, oder? Man könnte doch das trotzdem so machen, dass halt das Team das den einen anspricht oder sowas und ja, dann genau, bei einer fürs bei Team spricht oder so. Hast du mal Elder Scrolls Online zockt? Nee. Da war das auch so. Also da gab es auch NPCs.
Okay, also keine Ahnung, ich habe ja jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen Schrott und so. Weiß jetzt nicht. Ich check's out. Das vorhin ging schon nicht. In der Post. Eigentlich soll man sie ja reparieren. Vielleicht muss es erst kaputt sein, dass man es reparieren kann. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was man da von hier. Willkommen zur historischen Stätte Crickets Fort. Ja, scheiße. Oh, hast du auch noch Munition? Mit den Knöpfen, da kann man die ganzen Läden da aufmachen. Und das Zeug rausnehmen. Holz. Holz. Zange. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie ätzend. Ich weiß jetzt auch nicht, ist das echt verbuggt oder was ist da los? Ich kann auch durch den Automat durchlaufen. Was? Eine Scheiß, Mann. Ja, ich glaube fast, das ist verbuggt. Ah, schade. Schade, schade, schade. Das ist echt kacke. Was können wir denn sonst machen? Ist noch irgendwas in der Nähe an Missionen? Daten. Haupt- und Nebenquest. Nebenquest. Ich muss noch mit dem Hemlock Holz Koch schwätzen. Hast du das auch noch offen? Ja. Aber das ist, der will halt irgendwie Fleisch haben zum Grillen. Und ich habe jetzt eigentlich da keinen Bock, da jagen zu gehen oder sowas. Sollen wir mal eine ganz andere Richtung einschlagen und nach Süden gehen und hier zu diesem Sendeturm gehen? Hier unten. Also auf zum Sendeturm, oder? Okay. Ja, hilft ja nichts. Auf welches ist jetzt der richtige Marker? Deiner ist noch am Staudamm von Grafton. Einfach hier die Straße entlang. Nein.
Eieieiei. Herausforderung abgeschlossen, erreichen Level 15. Nice. Normale. Du lootest die immer, oder? Nimmst das Fleisch alles mit? Ja. Aber ich habe auch ziemlich viel Fleisch übrig, vielleicht sollte ich das lassen. Schmeiße im Klo, Alter. Nein. Staubt alle. Korken, Schießpulver. Her damit. Ach, Schädeldecke. Na, komm nicht. Ist eine Mod gewesen. Schwarzpulverpistole, jetzt habe ich auch eine. Hier ist auch eine. Egal. Okay, aber ich glaube, eine reicht mir. Ah, jetzt auch noch Schwarzpulver, oder? Ein Schwarzpulvergewehr, willst du das haben? Ja. Sieht nice aus. Ich weiß nicht, willst du es nicht, oder? Sonst würde ich es schon mitnehmen, ja. Nimm's mit. Wie viel Damage macht das? Das macht 150 Damage. Und ich habe 13 Schuss. Warte mal, da drüber ist irgendwo noch ein Mutant da. Nice! Hast du gesehen? Leider nicht, nein. One-Shot-Kill. Geil. Da oben ist irgendwas Cooles, glaube ich, da links von uns. Oder halt der jetzt gerade aus im Osten. Ja, schön die Basis, gell? Irgend so ein Tempel oder sowas. Ja. Sollen wir den mal erkunden gehen? Das fand ich schon interessant.
Ha? Auf geht's. Jetzt gucken, wo wir da hochkommen am besten. So. Wie steil es halt drauf geht immer, gell? Ja. Aber man kommt halt auch hoch. Oh, herrliche Aussicht, schau, in den Rocky Mountains, oder? Sind die Rocky Mountains in West Virginia? Oh, warte mal, kommen wir da irgendwie hoch überhaupt? Ist alles steil. Ne? Vorne ist ein Abwurf. Da müssen wir aber wieder runter. Ja, können wir auf dem Rückweg vielleicht machen. Jo. Ja, vor allem sind wir ja gerade auf dem Weg zu diesem Sender, damit wir das selber machen können, glaube ich. Hier kommt man durch. Perfekt. Und jetzt stehen wir vor der nächsten Stellbahn, Alter. Oh. Wenn man da wohl vielleicht auch hochkommt. Da rechts könnte man hochkommen. Rechts vom Berg. Ja, das geht hier. Hoffe ich mal. Burks. Muss ein bisschen schräg laufen. Und was schießt du? Auf dich. Ach so. Hier ist irgendwas. Sehen. Der hat ein Atemgerät noch dabei. Oh, da oben ist nochmal einer. Mach den halt mal kurz. So machen wir das. Ciao. Hier liegt eine Kampfflinte. Nimmst du die mit, oder? Wenn du sie willst, kannst du gern haben. Ja, ich habe jetzt schon das Dings gekriegt, wo man. Okay, danke. Schau mal meinen Hut an. Kann man das Licht anmachen? Ich glaube nicht, ich glaube, das war einfach nur an. Oder siehst du das nicht alles an? Mach mal dein Pip-Boy. Ne, bei mir ist es aus. Ah, mit dem Pip-Boy ein- und ausschalten kann es an. Ja. Ah, jetzt aber leuchtet bei mir auch der Helm. Geil. Okay, warte mal, der hat den noch irgendwie. Dann müssen wir gucken, kommen wir noch weiter hoch. Ui, da wie schön das aussieht. Ui, da. Ziemlich krasse Anlage. Schau dir das an.
Ich würde fast sagen, bevor wir uns da reinstürzen. Ja, fahren Sie fort. Werden wir eine kleine Pause einlegen und dann morgen weitermachen. Weißt du, ich meine? Mhm. Sind wir jetzt mal auch wieder so krass über der Zeit wie letztes Mal, oder? Dieses Mal nicht. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt halt anfangen hier durchzulaufen, dann kommen wir weit über die Zeit. Ja. Man verliert sich halt auch leicht im Spiel, gell? Ja. Ja. Weil es einfach so geil ist. Aber hier habe ich echt Frame-Probleme. 30 Frames. Muss ich halt mal einen guten PC kaufen. Ohne Witz. Also wenn ich hier die Anlage angucke, habe ich 30 Frames. Wenn ich hier die Aussicht angucke, habe ich 60. Ja, ich auch. Okay. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.